Da bin ich wieder bei Resident Evil 4 und ich habe wie angekündigt den Abschnitt nochmal gespielt. Ich habe zwar nur 5 Schuss gespart und irgendwie nichts eingesammelt, weil die Gegner diesmal irgendwie nichts hinterlassen haben, wenn überhaupt dann nur Geld. Aber 5 Schuss sind 5 Schuss und ich bin auch mit der Energie besser hingekommen und deswegen denke ich mal, ist das okay. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier jetzt durch. Und gucken, was passiert. I can feel them growing ever so strongly inside you. Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley. Yeah, zombie Ashley! Ach ja, ein Peilsender. Hat er mal ebenso in der Hosentasche gehabt. Komm, Schnucki, steh wieder auf. It's already begun. They've come to witness the beginning. Trefferquote 90%. Wow. Verlorene Leben, gesamt 25. Wie geil. Ja. Hätte ich gewusst, dass danach nur noch eine Cutscene kommt, hätte ich im letzten Part auch nicht so früh schon Schluss machen müssen. Na gut, das weiß man ja vorher nicht. Ist ja schließlich blind, ne? Mehr oder weniger. Außer wenn ich mir Tipps hole, wie man Endgegner besiegt. Und ich muss mal eben hier mein Headset-Kabel von den Rollen meines Drehstuhls befreien oder andersrum. So, da bin ich und da muss ich hin. Ja, weit ist es ja nicht. Sollte ich schaffen. Was ist das denn alles? Liebe Zeit. Ach, ich mag nicht. So, aber da Ashley weg ist, kann ich jetzt auch wieder mehr die Pistole benutzen. Da liegt was. Moment, da liegt was. Ach ja, Geld, unter der Treppe. Na klar, da verstecke ich mein Geld auch immer. Weil, ja, jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, wenn da jemand näher an uns rankommt. Unser Plan. Wegen des Amerikaners haben wir Mendez und Ramon verloren. Wir werden unseren Plan dennoch vollenden. Ich muss jedoch zugeben, dass der Verlust meiner Männer zu Problemen führt, aber damit muss ich klarkommen. Sie sind nicht leicht zu ersetzen. Ich muss weise wählen, denn die Plager spiegeln das Gewissen ihres Wirts wider. Wenn ich falsch wähle, werde ich hintergangen. Ich brauche Männer, die mir Treue schwören. Durch Sedars Verrat habe ich meine Lektion gelernt. Diese Fehler mache ich nicht noch einmal. Ich kann und will nichts und niemanden meine Pläne durchkreuzen lassen. Ach ja. Es ist duster hier. Und draußen ist es relativ hell, obwohl das Wetter ziemlich mies ist. Ich hoffe, nachher regnet es noch, wenn ich Silent Hill spiele. Ja, ich wünsche mir Regen. Ist das nicht toll? Oh nein, habt ihr es gehört? Nanu, diesmal gab mir ja gar nicht diese verschwommene Door-Animation. Ach so, es kommt ein... What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Ach ja, gegen den Kerl muss ich nachher auch noch antreten. Der soll ganz doll schnell sein. Ich bin mal gespannt, aber das mache ich heute bestimmt nicht mehr. Ich glaube, so weit komme ich heute nicht. Mehr als einen Part schaffe ich momentan nicht. Dafür ist Silent Hill einfach zu wichtig.
Aber ich spiele trotzdem Resident Evil weiter, weil ich weiß, dass ihr es wollt. Ich tue doch fast alles, um euch glücklich zu machen. Gewehrmunition, haha, dankeschön. Ja gut, wenn ich nicht speichern kann, mache ich auch zwei Parts. Na komm. Na komm schon. Boah, hinter der Tür verstecken ist so mies. Das ist auch mies. Bam! Können wir jetzt bitte mal alle Niasu vorbeilassen? So, danke. Von hier aus. Ey, das war gemein. Ich dachte, du triffst mich hier nicht. Ich hasse Plagas. Oh, Schnucki, wir müssen jetzt mal ganz dringend ein bisschen heilen hier. Reicht rot und grün? Ich weiß es nicht. Na, lieber ein normales nehmen, oder? Kein Risiko eingehen. Das war jetzt irgendwie nicht so schön gelöst. So, was ist denn hier unten noch? Wer ist hier unten noch? Da hinten ist doch jemand. Ist das die Tür, wo ich herkomme? Lol. Aber hier ist doch auch noch eine Tür. Ne, hier komme ich nicht her. Na gut. Blendgranaten sind immer fein. Hallo. Ach, weißt du was? So. Das war gerade wichtig. So. Ich möchte nicht immer nur Geld. Gewehrmunition, meine Güte. Oh, happy day. Wo muss ich hin? Da hinten ist eine Tür. Ha, okay. Diese Animation habe ich gemeint. Fusch. Ihr wisst schon. Wie viel Gewehrmunition habe ich jetzt? 25. Ja, das ist doch cool. Mal eben auf die Karte gucken. Wo ich da jetzt so rauskomme. Keine Ahnung. Ach so, da ist so ein unterirdischer Gang, schätze ich. Da muss ich hin und da ist auch der Händler und, eine Schreibmaschine. Okay, das habe ich noch. Das schaffe ich ganz bestimmt. Liegt was? Ach, Geld schon wieder. Ich will kein Geld. Ich will keine blöde Kohle. Ich will lieber Munition. Oh nein, das ist bestimmt ein Quicktime-Event, oder? Geh da nicht so locker herum, wer weiß, was da passiert. Thank you.
Ich hab's geahnt. Das kommt davon, weil du so locker gehst und ich mir gedacht habe, naja, gut, es passiert doch nichts. Okay. Leon, Schatz, wir sind beide nicht sonderlich gut, aber im Gegensatz zu mir hast du eine ordentliche Ausbildung genossen, eventuell. Ja, mal gucken. Gut, dass es hier so Kontrollpunkte gibt. Andererseits mag ich es, wenn er so lässig da herumgeht. Das sieht gut aus. Hehe, ich glaube, ich sterbe noch ein paar Mal. Mit so einem Katana würde das bestimmt auch gut aussehen. Wollte ich doch sagen, diesmal habe ich es gemacht. Narben sind sexy, macht dir nichts draus. Been a long time, comrade. Krauser. I died in the crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? Hey, ich bin gar nicht so schlecht. A sample settler developed, that's all. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. Ach, Schitte. Jetzt habe ich aus Versehen L und R gedrückt. Schnell genug, aber die falschen Knöpfe. Oh Gott, wir sind doch schon da. Das wird ja noch lustig hier. Wie soll ich denn dann speichern? Oh Mann. Ja, und die Mauron macht auch schon ein ganz deprimiertes Gesicht. Oh je. Habe ich nicht gerade noch gesagt, ich sterbe noch ein paar Mal? Das habe ich doch nicht wörtlich gemeint. Oh Mann. Tja. Mit so einem Katana würde er bestimmt auch schick aussehen. Leider immer eins von Heather. Die braucht auch keine Schusswaffen. Die kriegt das alles so hin. Die hat sogar den Endgegner mit einer Nahkampfwaffe besiegt. Boah, jetzt muss man auch diese Kackdialoge die ganze Zeit anhören. Aber ich muss aufpassen. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Nicht von diesem hübschen Gesicht. Und Ritter Gilbert hat auch eine Narbe. Und bei dem sieht das auch gut aus. Krauser. I died in the crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Ach Mann! Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Ich drücke mal alle vier Knöpfe auf einmal. Das kann nichts werden. Oh je. Meine schöne Statistik. Und ich dachte, ich komme mit unter 50 Leben aus. Nein, tue ich wohl nicht. Ja, das wird noch spaßig. Gott sei Dank. Been a long time, comrade. Krauser. I died in the crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Puh. Ja, so nicht ablenken lassen. The sample settler developed, that's all. Leave Ashley out of this. We get it, Leon. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. Sehr stylisch. Ich mag das, wenn du sowas machst.
Ach ja, zwei Pros unter sich. Oh, Schatzi. Oh, oh. All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Oh, Gott sei Dank. Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Nennen Sie die Schlampe. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Ach ja, bla bla. Wie toll, die mit so hohen Schuhen so ein Treppchen runterhüpft. More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend. Nein. As a matter of fact, nein, hast du nicht. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, oh. Enjoy the fun. Ich weiß gerade nicht, ob ich zurückgehen und speichern sollte, aber ich glaube, ich komme gar nicht mehr zurück. Hahaha. da. Es kommt bestimmt irgend so ein ekliger Endgegner. Eklig sind die hier alle. Na gut, das sind die in Silent Hill auch. Wobei Pyramid Head nicht eklig ist, möchte ich betonen. Wenn er kein Monster, sondern ein Held wäre, würde er bestimmt aussehen wie Leon. Geh da weg. Wo sind wir jetzt? Okay, ich hoffe, ich komme noch zum Speichern, bevor dieser Endgegner kommt. Ih, sowas. Oh, sorry, Leon. Ich hoffe, wir können das nochmal machen. Dieser Part fängt jetzt schon an, mich extrem zu nerven. Aber ich bin immer noch gut unterhalten und ich hoffe, ihr auch. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, Born Yasuo, und irgendjemand denkt sich jetzt, das kommt davon, weil du bei den Messern einfach so durchgelaufen bist. Aber dafür wurde ich doch schon gerecht, weil ich den Hebel bei diesen Steindingern nicht gefunden habe. Mann. Das ist easy, oder? Das müssen wir jetzt erstmal machen. Kannst du irgendwie die Waffe wegstecken? Teste mal die Dinger aus. Warum? Ich glaube, er kann besser laufen, wenn er so ist. Also wenn er keine Waffe in der Hand hat. Okay, das ist noch einfach. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Ich muss mich anders hinstellen. So. Jetzt geht's nicht, weil jetzt das Ding oben ist. Jetzt. Oh. Ach, shit, scheiß Kamera. Der sieht aber ganz schön modderig aus, wenn er da so rumfliegt. Leute, ich hasse Instant Death. Das ist so gemein. Ich will doch einfach nur speichern. Weil wenn ich jetzt aufhöre, muss ich die ganze Kacke nochmal machen. Ach gut, dann können wir auch die Knarre behalten. Okay, das kann ich. Genau, durch dieses Fenster muss ich durch, sobald das eine Ding oben ist. Wie funktioniert das jetzt?
Ah, Moment. Ich glaube, das geht so. Nee, was habe ich denn dafür? Ich will das normale Fernrohr haben. Ich glaube nämlich, hier hinten ist das Steuerungselement. Na? Das geht hier doch irgendwie, oder? Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht nur zur Dekoration da. Es ist nur zur Dekoration da. Und jetzt? Muss ich vielleicht die Lampen kaputt schießen? Jetzt habe ich meine schöne Sniper-Munition verschwendet. Ich kann doch nicht einfach nur so durchlaufen, oder? Ich will das nicht versuchen. Ich bin jetzt ganz feige und guck mal eben nach, was ich dafür tun muss, weil das riskiere ich jetzt nicht. Weil wenn ich da durch... Ich bin jetzt so froh, dass ich das davor alles geschafft habe. Und wenn ich da jetzt einfach so durchlaufe, dann Nee, das meine ich. Resident Evil 4, da ist es. In welchem Kapitel bin ich denn gerade? 5.2 oder 5.3 schon? Ich glaube, ich bin schon in 5.3, oder? Ja. Okay. Okay, das war easy. Na gut. Du bist so ein Held, Schatz. Ja. Ach, das... Ah, okay. Es gibt ein Fanart mit dieser Szene. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass er so ein Weihnachtsmann-Kostüm trägt und sagt, na, Kleine, was wünschst du dir denn? Ach ja. Bitte lasst mich speichern. Wo bin ich? Nicht mehr weit weg. Mr. Händler, wo sind Sie? Da nicht. Ist denn da noch was anderes? Ja. Gut. Es ist mir immer eine Freude, Sie zu sehen. Louis Notiz 4. Hier verzeichne ich, was ich über die Plagers herausgefunden habe. Sie haben drei Eigenschaften. Erstens, wie erwähnt, können die Plagers die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern. Zweitens, sie sind gesellige Organismen. Damit meine ich, dass sie nicht alleine, sondern in Gruppen leben. Man nimmt an, dass sie über kollektive Intelligenz verfügen. Dieses Verhalten findet sich bei einigen Insekten wie Bienen und Ameisen. Für Parasiten ist es jedoch sehr ungewöhnlich. Vielleicht ist es eine erlernte Verhaltensweise. Ich finde heraus, ob das mit ihrer ersten Eigenschaft zusammenhängt. Drittens, die Plagers sind anpassungsfähig. Sie können eine symbiotische Umgebung entwickeln und von vielen Wirten leben. Diese Fähigkeit und ihr Gruppenverhalten ermöglichen es ihnen, unabhängig vom Organismus zwischen Wirten interagieren zu können. Ich muss gestehen, dass ich von dem Plager so fasziniert war, dass ich die wahren Gründe für die Forschung der Los Illuminados nicht bemerkt habe. Obwohl ich wusste, dass Sadler die Ergebnisse missbrauchen würde, musste ich einfach weiterforschen. Daher bin ich ebenso verantwortlich für dieses Chaos wie er. Kann ich alleine ihre Pläne vereiteln?
weiß. So, jetzt gucke ich mal eben, wie lange ich hier schon spiele. Ja, okay. Also, ich mache hier einen Schnitt, gehe nochmal einkaufen und speichern und so und wir sehen uns dann im nächsten Part.